Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegin Astrid Birkhahn, ich bedauere das außerordentlich, dass du nicht mehr für den neuen Landtag kandidierst. Von daher ist der Blick ja etwas begrenzt jetzt gewesen auf eine bestimmte Zeit. Und es tut mir leid bei diesem Antrag. Ich wollte das eigentlich in der Zeit hier nicht mehr machen, aber muss ich noch mal auf die Zeit 2010 gucken. Es bleibt mir nicht erspart. Und das ist, wer die Herren da aus der Innenregie möchten Sie eine Zwischenfrage stellen, gucken wir gleich. Wer auch immer. Oder Werner, ja, wie auch so. Jetzt fangen wir doch mal aber bitte an bei dem, was wir vorgefunden haben. CDU und FDP hatten bereits 10.000 Stellen in der mittelfristigen Finanzplanung abgesetzt. Lieber Werner Jostmeier, wusstest du eigentlich, dass 1.000 Stellen im Schulhaushalt gar nicht ausfinanziert waren? Verstoß gegen den Haushaltsgesetzgeber, Potemkinsche Dörfer in diesem Haushalt, das Gleiche bei Fachleitungsstellen, gegen das Haushaltsgesetz massiv über Jahre verstoßen? Ist es eigentlich klar? Wir haben das repariert. Wir haben nicht nur dafür gesorgt, dass diese Stellen im Haushalt erhalten bleiben. Wir haben mehr als 8.000 Stellen noch zusätzlich dazu organisiert. Und die sind ausfinanziert, und zwar seriös. Und deswegen ist es wirklich unerträglich, wenn auf der einen Seite diese Figur hier immer gemacht worden ist, Schulden, 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 bitte der Schuldenabbau, netto Neuverschuldung, das ist alles viel zu langsam. Dann Kollegen ja hier auch noch Vorschläge gemacht haben, 14.000 Stellen zu streichen, das auch noch und gleichzeitig zu sagen, und ihr habt nicht genug investiert auf der Schulseite. Mehr als 3,8 Milliarden Euro sind allein im Schulhaushalt obendrauf gekommen. Das hat vorher noch nie einen solchen Aufwuchs in diesem Haushalt gegeben. Das ist es ja dann zusätzlich gewesen. Und gerade jemand, Astrid Birkhahn, wie die Kollegin, die ja aus der Lehrerausbildung, aus dem Seminar zu uns gekommen ist. Was haben wir denn vorgefunden? Wir haben nämlich dafür gesorgt, dass die Referendariatsplätze erhalten bleiben, dass sie nicht eingekürzt werden. Wer hatte denn 2010 plötzlich den Stichtag für das Einreichen von Unterlagen, wenn man Lehramtsanwärter werden wollte, vorgezogen um 2 Monate, vollkommen unvermittelt. Da standen Leute vor der Tür. Das ist Handeln damals der schwarz-gelben Regierung gewesen. Und wir haben dafür gesorgt, dass wir überhaupt auf dem Stand 9.000 Lehramtsanwärterinnen im System behalten haben. Davon zehren wir heute, dass diese Ausbildung gelungen ist. Und das Nächste. 2.300 Absolventinnen im Bereich Sonderpädagogik haben wir auf den Weg gebracht mit zusätzlichen Mitteln, damit der Bedarf weiter gedeckt werden kann an zusätzlichen sonderpädagogischen Kräften. Es ist nicht ein Jota vorgesorgt worden. Und die Kollegin Hendricks hat schon darauf hingewiesen, es ist vollkommen unlauter, auf der einen Seite nicht einen Haushaltsantrag hier vorzulegen und jetzt das, was noch nicht mal gesichert im Wahlprogramm der CDU steht, nämlich die Frage der Besoldung der Grundschullehrkräfte. Da hat ja Kollege Kaiser ja bei der VBE am letzten Samstag noch rumgeschwiemelt. Das haben wir ja nun gehört. Und gesagt, ja, eigentlich wollen wir das auch. Da gibt es vielleicht auch einen Antrag noch zum Parteiprogramm. Aber das gibt es jetzt noch mal gar nicht. Dann zu sagen, macht ihr das bitte rot-grün jetzt in dieser letzten Sitzung, quasi auf dem letzten Meter, weil da es überhaupt noch nicht geklärt ist, wie die CDU dazu steht. Das ist schon äußerst interessant. Das ist versucht, das genau rumzudrehen. Und noch mal zu dem Thema der Schulverwaltungsassistenz. Ja, in der Tat, damals versucht, durch Personalabbau einen Personalpool hineinzuschieben, der dann bei den Schulen angekommen ist. Und die haben sich gefreut. Und in vielen Fällen war das richtig gut, weil die Leute sich darauf eingelassen haben und prima in der Schule mitgearbeitet haben. In anderen Fällen ist es nicht so gut gelaufen. Wir sagen, man muss es systematisch anders ansetzen. Wir brauchen eine Ausbildung, eine Weiterbildung eines Verwaltungsfachwirts oder ähnlicher Qualifikation, der für die Schulleitungsassistenz, für das Schulmanagement ausgebildet ist und der dann in die Schule kommen kann. Das ist ein systematischer Ansatz. Und das muss man auf den Weg bringen, weil das in der Tat so richtig ist. Aber es ist überhaupt nicht geklärt, auch bei diesem Antrag, wie soll das denn finanziert werden? Sollen die Schulen dafür eine Lehrerstelle rüberreichen? Wie soll das weitergehen? Wo ist denn qualifiziertes Personal, was nicht durch glücklichen Entscheid dann vor Ort
dort eingesetzt werden kann. Passt die Person, passt sie nicht? Nein, das kann so nicht fortgeführt werden. Deswegen ist es nicht gestrichen worden, sondern diese Lösung damals, die ist nicht fortgeführt worden, weil wir nämlich im Bereich der Schulverwaltung die Stellen aufgebaut haben und nicht abgebaut. Und das werden wir systematisch so ansetzen. Deswegen nutzt es nichts, von eigenen Versäumnissen abzulenken, das, was man noch nicht mal im Wahlprogramm hat. Ich habe sehr früh hier im Haus gestanden und habe gesagt, das Erste und das Nächste, was kommen muss, ist die einheitliche Besoldung der A13 in der Grundschule. Das habe ich sehr deutlich hier gesagt. Da waren die Parteiprogramme noch gar nicht gedruckt und auch noch gar nicht in Angriff genommen. Und wir haben bei den Schulleitungen diesen Schritt gemacht und die anderen Dinge werden nachfolgen. Was wir versprochen haben, haben wir bisher umgesetzt, und so werden wir verlässlich weiterarbeiten.